Ein Yu-Gi-Oh! Deck zu bauen ist teuer, aber nicht wirklich schwierig. Durch Seiten wie Card Market, eBay und Amazon hat man alle Karten schnell zusammen. Auch durch die richtigen Sets und fertige Decks bekommt man die nötigen Karten irgendwann zusammen. Ich stelle mich der ultimativen Herausforderung. Ich baue ein kompetentes Deck nur durch Zufall. Wir fangen an mit zufälligen Booster Packs als Basis. Jede Woche öffnen wir ein zufälliges Booster Pack. Und eine Zufallskollektion mit einem Budget von unter 10 Euro. Das ist Random Only. Und damit willkommen zurück zu Random Only Yu-Gi-Oh! Part 5. Heute werden wir wieder ein paar Random-Karten öffnen, logischerweise, und ein Random-Booster. Ich habe mir überlegt, wir machen heute nicht nur ein Pack auf mit 100 Random-Karten, sondern mehrere kleine mit so 10 bis 20 Karten drin. Um mal zu gucken, ob wir ein bisschen mehr, sagen wir mal, Varietät da reinbekommen, um verschiedene Archetypes, die wir halt haben, vielleicht ein bisschen besser zu machen. Denn unser aktuelles Deck ist ausbaufähig. Wir haben in der letzten Folge mit den italienischen Packs eine Wincon bekommen, was natürlich auch ziemlich cool ist. Wir haben Zeroboros bekommen. Und ich bin mal gespannt, was wir heute bekommen. Lass mir mal ein Like und ein Abo da für die Random Only Challenge unten. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Opening Part. Wir machen so ein bisschen was auf hier und gucken mal, was dabei rauskommt. Das machen wir als letztes auf, logischerweise. Das ist eine Random-Karte, die ich bei dem letzten Display bekommen habe. Die Random-Karte ist Opera, die musikalische Diva, was ganz nice ist, weil wir haben hier ein musikalisches Monster. Heißt, die würde uns quasi helfen. Aber wir gucken uns einmal die Random-Packs an, was da so schönes drin ist. Da haben wir einmal Crimson Resonator, Flint-Rakete, Rotation der Welt. Engagement durch Licht und Finsternis, Engagement durch Licht und Finsternis, Detonieren, Angebote an die Verdammten, Magieartige Dimension, Monsterrettung, Tornado, interessant, Zerstörungsschwertkämpfer Fusion, Karma des Zerstörungsschwertkämpfers, Schnelllader, Entfessel deine Kraft, Magius Benster Schall, mystischer Raumtaifun, wir haben also ein Playset MST, Horn des Olifanten, Spiral Wiedergeburt, Künstlergumpel, Kartenwache. Also schon mal interessant. Nächstes Pack. Torpedo Takedown, Raid Raptor Nest, Fairy Alpha, interessant. Knights of Shadowbeel, Bismugir, Magical Knight, Säbelsaurier, Elfenzwillinge, mystische Elfe, verrückter Hund der Finsternis. Beta-Magnetkrieger, wilder Kobold, keltischer Wächter, geflügelter Drache der Festung, Gazelle, Alpha, Gamma, Riesensteinsoldat, Mammutfriedhof und schwarzer Ojama. Also sehr nostalgisch hier, was wir da an den normalen Monster bekommen haben. Dann haben wir Noctovision-Drache, also eine sehr gute Karte eigentlich. Lantern-Shark, Spiralfusion. Vespaius, Kampffisch, Mandarine, Rasschüler, Neustart, Jinso, nice Pickup, Heater, Rotes Potan, Herbeigerufener Totenkopf, Ritter des Buben, Drachenfluch, gelber Ojama, grüner Ojama, begrenzte Karten, Marshmallows Brille, Gladiator unter Andal, Schimmerdrache, Säbelsaurier und Säbelsaurier nochmal. Next one. Nemesis Astraea, Codebreaker Zero Day, wir brauchen noch die Extra-Deck-Monster. Turn Trooper, Deep Sea Aristan, Magical Hounds, Turn Trooper, Crimson Resonator, die hier, Red Familiar, Ancient Warrior, Jian Win, Zhang Yuan, IQ, Pride of the Plunder Patrol, Proxy F Magician, Trias Yachtya, Goldlöckchen, Dragonlord, Link Bust, Evil Eye Remensch, Zeroid und Changing Destiny. Interessant. Deep Sea Aristan. Magical Undertaker. Zweimal. Dark Magician of Chaos. Okay, zweimal. Luna. Call of the Mummy. Summoner Monk. Zweimal. Nochmal Call of the Mummy. Empowerment. Zombie Power Struggle. Zweimal. Tyranid Fortress, Seamhawk, World of Calamity,
C-Star, Simorgh of the Beginning, Rescue Interlacer, aber auch keine Extra-Deck-Monster wieder, ne? Wieder nur Main-Deck-Stuff, bis auf ein paar einzelne. Haben wir einmal Necroid Prism, Simorgh Sky Battle, Goki Ironclaw, Goki the Power Lord Ogre, Lantern Shark, Doppelgänger, Morale Boost, Goki the Power Lord Ogre, Rainbow Zoo, Super Every Samurai Swordmaster Musashi, Pride of the Planet Patrol, Trias, Codebreaker, Virus Berserker. Ja, wir brauchen den anderen noch. Aristan, Ghost Pirate, Wizard Shark, Tauti Drache, Splash Mage. Na, schade. Red Familiar, CCAD und Goki Gut. Ich habe eine Idee, aber da gucken wir mal, ob das funktioniert. Kommen wir zum letzten Teil des Openings. Das ist unser Random Booster, Legendary Duelist, Magical Hero. Ob da irgendwas Schönes für uns dabei ist. Pyra, Skyscraper, Harmonizing Magician, Supreme King, The Ark und Performer Pearl, Pop-Up. Joa, Pop-Up ist tatsächlich gar nicht so scheiße. Bauen wir doch mal unser Deck wieder weiter zusammen. Ich bin gespannt. Oh ja, das Opening. Huhuhu. Ja, da war jetzt nicht wirklich viel Gutes dabei. Ich glaube nicht, dass wir unser Deck jetzt grundlegend verändern können. Ich habe halt ein bisschen darauf gehofft, dass wir mehr, ein paar mehr Archetype-Karten bekommen, damit wir zumindest irgendeine Art von Strategie spielen können, aber offensichtlich ist uns das nicht gewährt. Das heißt, wir spielen weiterhin unsere Strategie mit unseren Random-Karten und hoffen, dass wir mit Cerberus und Orochi gamen können. Aber wir haben 3 MST, also seid gespannt. Dann würde ich aber sagen, wir gehen einmal zum Deck-Profil rüber. Wir haben immer noch Güterländer als unsere beste Karte. Daneben einmal Orochi. Die beiden Karten sind wirklich die besten Karten in unserem Deck. Und als nächstes, gutes Monster, haben wir noch einmal hier den Sonnenuntergang, der an sich nicht schlecht ist, sagen wir es mal so. Da haben wir unsere kleine Rang 5 Engine, Cyberdragon, Toon Cyberdragon und den Nebel-Erzunterwettler. Das hat sich nicht geändert, die Ratio spielen wir noch genauso wie vorher. Dann Pedding-Sessur, Chiron, Gagaga, Zephyros, Gerümpelbrecher, Brachios, Stegosaurier. Die haben sich auch nicht geändert, selbe Ratios, einfach relativ okay Karten. Jetzt kommen wir zu den ersten Änderungen. Wir spielen 2 Summoner Monks. Das kollidiert natürlich ein bisschen mit unserem Hinterländer. Aber es ist einfach eine gute Karte, um für den Rang 4 zu gehen, um halt mehr Monster aufs Feld zu bekommen. Wir können damit halt theoretisch auch den Gaga Magician aus dem 6 specialen. Und der ist halt auch ein Spellcaster. Das ist für Celine halt wichtig, dass wir halt dann da eher auf Cerberus kommen. Und dann haben wir eine der neuen richtig guten Karten. Das ist einmal Fairytale Luna. Auf Beschwörung kann die sich selber suchen, was ganz praktisch ist, denn das gibt plus 1, das ist für unser Deck ziemlich wichtig. Aber die hat einen Quick-Effekt, die den Gegner dazu zwingt, entweder die Karte zu bouncen oder eine Karte von demselben Namen auf den Friedhof zu schicken. Wenn wir die auf Karten aktivieren, die nur einmal gespielt werden, dann ist die Karte wirklich richtig gut, weil es ein Bounce ist. Das heißt, es ist eine unserer einzigen Interruptions, die wir wirklich haben, also wirklich eine ganz solide Karte. Da sind wir immer noch auf 2 Signale Rossi, weil er uns einfach protecten kann. Also einfach eine ganz solide Karte. Dann haben wir Valenox, Schirm und Alumirage. Immer noch die besten Level 3 Monster, die wir spielen können. Der ist immer noch ein Tuner, den wir mit Needlefiber specialen können. Der reduziert ATK und den können wir free specialen. Also immer noch eine ganz okay Karte. Und unsere Level 1 Tuner, Atara und der Magische Hund. Sollte nicht klar sein, die specialen sich beide selber, was an sich ganz gut ist. Dann haben wir unsere Spells. Aufladung, Reasoning, Shrink, Hautkläre, Smashing Ground, Source of Revealing Light, Destrugi-Karte und die neue Addition ist Angebote an die Verdammten. Denn das ist zwar keine gute Karte, aber sie ist zumindest ein Spot-Removal, den wir generisch nur benutzen können. Deswegen ist die gar nicht so scheiße. Das mit dem Nichtziehen ist halt kacke, aber ansonsten ist sie halt gar nicht so verkehrt. Die letzten 3 Karten sind MST und zwar Playset, weil die manchmal hilfreich sein können. Anordnung des Kaisers, Dark Bribe, Enmas Urteil, Baboku und Ziegenauer Wache. Ich habe jetzt von Herzen kommende Bitte rausgenommen tatsächlich, weil die Karte einfach nicht genug tut, dass wir die wirklich gut resolven können. Deswegen halt das 5 solide Traps. Extra Deck gab es keine großartigen Änderungen, kommen wir gleich drauf. Utopia, King of the Fairy Imps, Borona Vespinato, Acid Golem, Haifestung, Augeon. Das sind quasi die gleichen Karten wie vorher auch. FL Fährwerkstatt und Obelium. Auch die sind noch geblieben. Die Karte machen wir halt nie, die auch mittlerweile nicht mehr so oft, aber die können halt theoretisch halt vorkommen und sind halt beschwörbar. Raumisolator, sichere Wache, Schwerkraftbeherrscher. Unsere Karten, die öfter mal aufkommen können. Ich glaube, den habe ich bis jetzt erst einmal beschworen, aber
theoretisch halt machbar. Den mache ich irgendwie fast jedes Game, warum auch immer. Er ist halt einfach ein bisschen Protection. Nämlich Haki Firebrax, Celine und Cerberus. Und weil die Karte so gut ist, spielen wir zwei davon. Ich bin sogar fast dazu geneigt, drei davon zu spielen, weil wir haben tatsächlich drei davon. Aber ich glaube, zwei reichen erstmal, weil wir haben nicht so viele Ressourcen, dass wir wirklich so viele davon machen können. Aber ich habe halt gemerkt, es ist halt doof, wenn der eine stirbt, dann haben wir nämlich nichts mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, ich spiele noch einen zweiten, dann haben wir zumindest noch einen zweiten im Extra-Deck, den wir benutzen können. Und zum Zweiten gibt es nicht viel zu sagen. Da haben wir den Chaos-Sorcerer, wir haben immer noch die Vampiri, Kettengiraffe, Prinzessin, Deckblockade, den Mesonsriss, Materietransporter, Fallenbetäubung, Lifepoint, die hier, Ojama Trio, King Yuzukiyu und wir haben einen Jinzo als Update und wir haben einmal Release Reverse Burst. Die kann alle gesetzten Zauber und Fallen kann von Gegner zerstören. Das ist zwar nicht gut, weil man muss dafür den Utopia-Monster tributieren, aber dadurch, dass wir jetzt mit Summoner Monk deutlich konstanter auf Utopia-Monster kommen können, kann das gegen halt ein Trap-Heavy-Deck oder Spell-Heavy-Deck ziemlich gut sein, deswegen habe ich die mal ins Side-Deck gepackt. Das war's mit dem Deck, gehen wir zurück zu mir. Ja, holy shit, war nix krasses dabei. Wir haben ein paar Editionen im Deck gefunden, die wirklich auch gar nicht so schlecht sind. Luna und Summoner Monk geben uns halt ein bisschen mehr Consistency, dass wir zumindest ähnlicher auf dieselben Plays gehen können, was an sich nicht verkehrt ist. Und wir können damit deutlich konstanter als Celine machen und halt für Cerberus zu gehen, was halt auch nicht schlecht ist. Wir dünnen unser Deck halt ein bisschen aus, indem wir Monster aus dem Deck suchen oder Spezial beschwören können. Summoner Monk ist ein bisschen doof, weil der kostet uns halt eine Spell. Aber wir haben oft halt Spells, die nicht ganz so krass sind, deswegen die zu pitchen tut nicht ganz so weh, deswegen nicht so dramatisch. Aber ich möchte mal kurz auf Luna eingehen, denn für alle, die es nicht wissen, ich nehme immer das Opening immer ein, zwei Tage vorher auf, um mal zu gucken, wie ich das Deck baue. Das heißt, das Deck, was ich jetzt gebaut habe, ist ein bisschen getestet worden. Das heißt, ich habe halt ein paar Karten rausgenommen, ein paar Karten reingetan, ein bisschen geswitcht, was halt funktioniert, was nicht funktioniert. Das mache ich meistens, indem ich Remote Tools spiele auf dem Discord von Team EPS, weil da ziemlich viele Casual-Spieler sind und das heißt, da bietet sich halt an, mit so einem Deck zu spielen, weil das halt ungefähr dasselbe Power-Level ist. Ich habe zum Beispiel jetzt letzte Tage einen gespielt, der hat Geminis gespielt, das war ganz witzig. Ich habe den komplett zerfetzt mit dem Deck. Ich kann euch die Duelle leider nicht zeigen, weil die Qualität der gegnerischen Kameras nicht ganz so geil ist. Es wird halt im Video nicht so schön aussehen, deswegen mache ich das jetzt nicht für euch. Starten wir doch mal mit dem Replay für diese Woche. So, jetzt sind wir hier einmal im Replay und wie euch auffällt, habe ich ein bisschen was geändert. Ich habe mir jetzt einmal wieder angeguckt, dass ich das Layout ein bisschen verändere. Ich habe das Field ein bisschen verändert. Ich habe jetzt endlich wieder Höhlen reingepackt. Ich habe das Layout hier grundsätzlich verändert. Ihr seht es unter mir. Aber jetzt die Karten, um die es geht. Das heißt, wenn wir über eine bestimmte Karte sprechen, kann ich da drüber hovern. Und dann könnt ihr quasi die Karte sehen. Das ist vielleicht für euch ein bisschen hilfreicher, als wenn ich euch einfach nur sage, die Karte macht das und das. Da könnt ihr es theoretisch halt nochmal nachlesen, falls ihr das da lesen könnt. Die meisten Karten sind ganz hoch auflösend, deswegen sollte das ganz gut klappen. Warum ich euch dieses Replay zeige, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe ja ein kleines Update mit dem Deck gehabt und habe ein paar Sachen verändert. Und ich wollte einfach mal diesem Replay zeigen, was quasi die Stärke der neuen Karten sind. Es geht primär um Luna, denn die zeigt hier quasi, was sie kann. Wir werden uns gleich mal angucken, sobald wir die Karte sehen. Das Deck vom Gegner ist halt nicht gut, aber darum geht es auch gar nicht. Unser Deck ist ja auch nicht gut, von daher geht es einfach darum zu zeigen, was das Deck eigentlich kann, wenn wir Luna resolven können und wie witzig das eigentlich ist, wenn wir das machen können. Deswegen starten wir einfach mal das Replay. Wie ihr seht, der Gegner ist halt nicht gut. Der hat halt hier Nightmare Phoenix als Endboard und zwei Sets. Die zwei Sets sind halt, naja, nix. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht halt darum, was unser Deck hier tun kann. Und wie ihr feststellt, macht unser Deck halt nicht viel. Wir normen erstmal den Summoner Monk, um halt einen Level 4 Monster zu specialen. Dafür kriegen wir halt einmal Luna. Das ist halt eine ganz coole Kombination, jetzt habe ich die beiden noch reingepackt. Und dann können wir die halt bouncen, das heißt, wir kriegen Interruptions. Und das relativ konstant, was ziemlich gut ist. Deshalb ist die Kartenkombination auch ganz gut, mit dem Summoner Monk auf 100 zu gehen, weil Luna ist ja gleichzeitig auch noch ein Hexamonster, damit können wir auf Celine gehen und unsere Wincon ein bisschen einfacher erfüllen. Das ist jetzt keine krass gute Combo, aber sie funktioniert. Und das hier, wie ihr seht, immer wieder. Und wenn wir quasi keine Karten mehr auf Welt haben, haben wir noch immer Signaret. Also Signal Rossi, um uns halt zu protecten, was halt auch nicht kacke ist. Jetzt nicht super gut, ich hätte gerne hier lieber einen Battle Fader, aber Signal Rossi macht halt so ziemlich das gleiche, wenn er Gegner nur ein Monster aus Feld bekommt. Deshalb funktioniert das eigentlich ganz gut.
Und wir müssen halt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so viele der gleichen Karten in den Hüter bekommen, damit wir wirklich halt auch den Hüterlander, wenn wir ihn ziehen sollten, resolven können. Ich wollte euch mal zeigen, wie wir mit Luna halt das Game regulieren können. Und das macht es eigentlich ganz gut. Das heißt, wir haben uns eigentlich ein bisschen Konstanz in 6 zurückgeholt. Wir haben eine Interruption, wir können den Gegner halt irgendwie aufhalten. Und wir kriegen Luna relativ konstant drauf, weil wir effektiv 4 Kopien davon spielen mit den 2 Summoner Monks und 2 Lunas. Ist also echt ganz nett. Mit so Karten wie Pinpoint Guard können wir Luna auch noch quasi zurückholen vom Friedhof, was ganz witzig ist. Und dann würde ich sagen, ich beende hier das Replay. Das haben wir halt easy gewonnen. Und wir springen direkt mal zu den Games rein, die für uns relevant sind. Wir gehen Second wie immer, weil wir First halt nicht wirklich viel tun können. Ja, er hat jetzt irgendwie Hayate und Kagari beschworen, ohne einen Target zu haben, was irgendwie auch ganz weird ist. Kriegt den Wither Anchor in der Endbase auf die Hand. Ich check mal, hier wird auch ein Wither Anchor liegen. Der juckt uns halt nicht so krass, ne? Basheln mal Atara, setzen unser Judgment und hoffen mal, dass wir jetzt ein Monster ziehen, was wir normen können. Weil wir brauchen ein paar Spelltraps im Grave. Das ist sogar ziemlich gut. Jetzt können wir mit Reasoning noch ein Monster aus Held bekommen, je nachdem, was er halt callt. Bin mal gespannt. 3. Oh, nice. Dann würde ich sagen, wir aktivieren noch einfach mal Luna. Target Name Shizuku. Er schmeißt einen Wähler darauf ab. Wir normal beschwören einmal unseren Stegosaurier. Dann spezial beschwören wir einmal Chris von Heike Fibrex. Spezial beschwören Alumirage. Machen jetzt einmal Selene. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Materialien, um mit Selene was machen zu können. Wenn jetzt da kein Wither Anchor liegt, wir kriegen 15 Marken. Das ist schon mal okay. Dann würde ich sagen, spezial beschwören wir einmal Luna zurück. Jetzt können wir den Effekt von Luna benutzen. Targeten das hier. Das wird er wahrscheinlich annullieren, gehe ich mal von aus. Würde mich wundern, wenn nicht, sagen wir es mal so. Dann können wir hier Zero Bodos machen und zwingen wir ihn quasi dazu, wenn er mit Rain Exit Monster beschwört, dass wir das banishen können. Ist ja schade um unsere Luna, aber so ist das dann. Ach, er hatte kein Rain im Grave, er hatte einen Rose. Ja, okay. Das heißt, wir können Specials annullieren, wir können eine Karte von ihm bouncen, was ganz nice ist. Also wir können ihm so ein bisschen seine Ressourcen klauen. Isaias ist tatsächlich ziemlich witzig. Geben dir das plus 1. Wenn er jetzt einen Wither Anchor nachgezogen hat, ja okay, das wäre also Bums gewesen. Aber ich glaube nicht, dass er eine dritte Rose spielt. Er hat schon einen im Grave. Ja, macht er nämlich nicht. Sad story. Es ist halt egal, was du ziehst, weil du müsstest die halt schießen. Du hast Rose in der Hand. Das funktioniert nicht. Das ist nicht zerstört für den Karteneffekt. Skystriker platt gemacht. Ihr habt es gesehen. Ihr wart dabei. Und jetzt muss ich sagen, er hat zwar nicht gut gespielt, aber wir haben das relativ solide runtergespielt. Nächstes Game. Smiley Face. Der kennt ihn nicht. Die Frage ist halt, wie viel er davon spielt. Das ist immer die Frage, ob das halt so super relevant ist, ob wir mit Luna da wirklich viel machen können. Aber er macht es gar nicht. Dann würde ich sagen, wir rennen einfach ein bisschen Damage rein. Special Petting Scissor. Aber Special der erst in meiner Runde. Das ist ja weird. Also erstmal adden wir uns jetzt einmal eine zweite Luna, damit wir schon mal plus 1 gegangen sind und wir die schon mal auf der Hand haben. Targeten wir jetzt einmal sein Monster hier. Und er spielt kein 2 davon. Das ist schon mal eine wichtige Information. Das können wir mit Reasoning, wenn wir jetzt ein Monster treffen. Okay. Damit halt nicht. Weil er kann nicht angreifen. Dann machen wir zumindest 4-10. Okay, nee, der halbiert meine Life Points. Ja, okay, das könnte natürlich böse sein. Weil davon wird er wahrscheinlich mehrere spielen. Oh, die Karte ist so kacke gegen die. Weil die fängt jetzt in den Battle Phase triggern. Heißt, wir machen jetzt hier ganz nice einfach Utopia. Und lassen uns einfach nicht angreifen. Das ist einfach so schlecht. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so ein Kackplay, mit Utopia uns zu protecten vor den Angriffen. What do? Das ist der, der mischen kann, ne? No. I said no. No Angriff for you. Utopia einfach eiskalt geoutet das Deck. Wäre witzig, wenn wir ihn Tummel hätten, dass der direkt angreifen kann. Hat ihn also protected für die eine Runde. Okay. Kann man so machen. Utopia wird auf jeden Fall das nächste Mal zerstört. Frage ist halt, was will er jetzt für Monster rufen, was mich halt zerstören kann? Nehmen wir trotzdem die Battle Phase Deck. Utopia, beste Karte. 10 out of 10. Die ist halt komplett tot gegen das Deck. Das ist halt schade, weil es eigentlich eine ganz okay Karte ist. Oh, ich habe, glaube ich, die Lösung gefunden, wie wir das outen können. Ja, wir können jetzt mal Swords of Revealing Light. Dann normal beschwören wir einmal hier Luna. Wir machen Luna damit. Ist mir eigentlich einer zu wenig, aber ich mache das trotzdem, weil wir halt kein Value mehr haben mit Utopia, weil er uns nicht mehr protecten kann. Wir haben jetzt hier Swords of Revealing Light. Wir haben also die Ultra-Strategie gegen das Time-Out-Deck hier. Ich habe sogar 6 bekommen. Okay, das heißt, ich kann sogar Luna 2 beschwören. Das ist ziemlich nice, weil die ist halt kein Hardmonster-Turn. Deswegen können wir das nochmal machen. Dann gehen wir in die Battle Phase. Greifen für Damage an. Und jetzt wissen wir, er hat kein Monster mit demselben Namen. Also wir können gleich, wenn er dran ist, wenn er das Monster ruft, können wir Luna specialen und den wieder bouncen. Das ist halt saugut. Oh. Das ist natürlich... Aua.
Ich habe verloren. Ich müsste die Karte removen und das kann ich nicht. Ja, tatsächlich kriege ich das hin. Das ist ja mega faszinierend. Okay, also wir müssen jetzt einmal Needlefiber machen. Dann gehen wir jetzt einmal mit Needlefiber auf den magischen Hund, den hier. Dann machen wir mit dem magischen Hund und Selene einmal Zeroboros. Dann bouncen wir jetzt einmal seine Karte und special einmal den Hund hier hin. Banishen alles auf dem Feld. Weil wir wissen ja, er zieht ja keine Monster, die uns halt viel Damage machen. Hoffen wir zumindest mal, dass er jetzt nichts dramatisch Heftiges zieht. Und wir haben noch einen Zeroboros. Okay, das hat er gewonnen. War ein bisschen lucky, weil wir halt nichts haben, was ihn outen kann. Und beim Drawn kriegen wir jetzt hier Damage. Natürlich sad. Okay, schade. Dem unser 5000 IQ-Play nicht gereicht hat, gucken wir mal, ob wir gegen GHGDHFH mehr Glück haben. Wir haben zumindest Luna gezogen. Luna ist halt immer ein richtig guter Draw. Machen wir zumindest ein bisschen Damage. So, Ice Dragon Player, was hast du für uns? Das ist die große Frage. Geht's jetzt frostig? Er kann aber keine Level 5 oder höher Monster mehr rufen. Wegen Prior, weil er den gespecialt hat. Oh. Ja, okay. Noch besser für uns. Mehr Damage. Oh. Das ist böse. Hätte ich den mal gebounced. Okay, dann geht's erstmal du wieder zurück. Hier, zack. Opfern nochmal drei Monster. Schicken wir die hier auf den Friedhof. No, möchte ich gerne nicht aktivieren. Ich möchte einfach nur ein bisschen Damage machen. Gegen dieses grandiose neue Ice-Barrier-Deck, was ja offensichtlich richtig stark ist. Es ist zwar nicht Skystriker, aber wir haben auf jeden Fall große Chancen auf den Sieg, wenn er jetzt kein Monster gezogen hat, was halt was anderes ist als das hier. Und das kann ich einfach wieder bouncen, das ist ja Bums. Ich glaube, ich würde den trotzdem bouncen, wo ist der Dead? Ja, der Dead ist nicht so krass, deswegen bouncen wir dann den einmal hier. Also der Special-Ding sucht halt. Das ist eine ganz gute Karte tatsächlich. Also die ist ganz solide. Jetzt nicht gut, aber solide. Weil die kann sich halt immer specialen, wenn wir halt einen S-Ramonster haben. Und das ist eine andere Karte von denen. The question is, what do? Oh, interesting. Trishula? Oh, der neue Trishula. Ouch. Nein, mein Orochi. Wie kannst du? Signara Rossi, rette mich, wie immer. Haha. He's a good boy. Guter Zug. Reliable. Deutsche Bahn. Orbiting Gütesiegel. Noch nicht hin, weil er spielt wahrscheinlich nur einen davon. Es würde mich arg wundern, wenn er mehr als einen von spielt. Dann mache ich ein bisschen Damage. Und dann hat er noch 450 Life Points. Komm, Signal Rossi. Du tust es. Für uns. Jetzt noch einmal hier Waboku. Hier sind wir für eine Runde zumindest safe. Wir aktivieren direkt Waboku in der Standby-Phase, in der Draw-Phase, damit wir sagen, okay, nix. Wir sind fein. Alles ist gut, solange du wild bist. Enma's Judgment. Bin normal nochmal. Hier, Character Luna. Ich schätze mal, dass dieser komische Hund ist, der noch hatte mit einem 6 Dev. Dann Signal Rossi für Game. Der Gegner sieht nur rot. Und ihr wart dabei. War das nicht cool? Okay, weg von den Games. Also, wir können sagen, obwohl diese Woche nicht viel passiert ist, wir haben quasi nur drei neue Karten bekommen. Mit Luna, Summoner Monk und dem dritten MST hat sich unser Deck halt so krass verbessert, weil Luna in so einem Format, wo die Decks halt nicht so geil sind, schon echt richtig stark ist. Also, ich bin stolz auf uns. Also wir haben heute so zwei Games gewonnen, das ist richtig gut, das ist halt ein neuer Rekord, also Props an uns, glaube ich zumindest. Lasst mir einen Kommentar da, wenn es nicht so ist. Wenn ihr noch Karten gesehen habt, in den Random-Karten, die ich aufgemacht habe, die ich unglaublich gerne spielen soll, oder wo ihr denkt, die wären ganz cool, können wir drüber sprechen, lasst mir einen Kommentar da. Wenn ihr mehr von der Story sehen wollt, wie das hier weitergeht, auch da auf jeden Fall ein Abo da lassen, weil, wie gesagt, jede Woche eine neue Random-Only-Challenge. Und für nächste Woche habe ich schon ein Päckchen und einen Random-Booster. Hier sind noch zwei drin, weil das zwei dabei waren. Aber habe ich schon dabei. Eternity-Code und 100 Random-Karten. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, Leute.